Los Pech. Wir müssen das Beste daraus machen, sagte Andreas Wöhler nach der Boxenauslosung für den Melbourne Cup. Los Glück sieht tatsächlich anders aus, denn der von ihm betreute Red Cardinal muss aus Startbox 24 und somit von ganz außen auf die lange Reise gehen. Doch unmöglich ist nichts und so hofft ganz Turf Deutschland am Dienstag auf den nächsten Wöhler-Erfolg im Cup. Klasse Ritt. Vor dem Niederrhein-Pokal hat Trainer Andreas Suberitsch noch extra Fotos von der Gegenseite gemacht und sie seinem Jockey Alex Peach gezeigt. Die Fotos machten deutlich, der Boden dort war besser. Und so ging Peach mit Veneto eine ganz eigene Route und erreichte die Gerade mit deutlichem Vorteil, von dem er bis ins Ziel leben konnte. Ein klasse Ritt nach ausgereifter Taktik. Für Veneto war es der erste Gruppensieg. Wöhlers Liebling. Mit seinem Sieg im Herzog von Ratibor-Rennen avancierte der von Andreas Wöhler trainierte Poldis Liebling zu einem der besten Zweijährigen der Saison 2017. Es war sowohl der erste Gruppensieg für seinen Vater Tai Chi, als auch für Jockey Burjan Mosabayev, der ab dem 1. Januar offiziell am Stall von Andreas Wöhler arbeiten wird.